Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Sharp News. Mit mir nehmen wir gleich. So. Ja, die Fortnite-Mails sind da. Und die sind richtig, also man ist hin und her gerissen zwischen, boah, ist das nervig und ist eigentlich ziemlich cool. Also, man merkt, es wird immer schwieriger aktuell unten auf dem Boden zu bleiben, also was ja eher so mein Ding ist. Der sofort, der baut sich ja immer gleich hoch, der macht ja solche Baubattles dann immer und da komme ich ja dann oftmals nicht so mit. Aber die Zombies, die haben Vor- und Nachteile, also zum einen kriegst du neue Waffen, Munition, Schild kriegst du mit hinzu. Zum anderen, wenn du die Dinger da kaputt machst, kriegst du dann auch nochmal Bonusgegenstände. Ja, und man kann auch beobachten, wo die hinlaufen. Also wenn die irgendwo hinrennen, dann weißt du eigentlich schon, oh, da ist ein Gegner. Oder du hörst die Gegner auch schon von weitem Schießen und dann kannst du dich da irgendwo noch dran orientieren, wo die sein könnten, ne? Ja, also, es ist auf jeden Fall sehr interessant, der Spielmodus, aber nicht ganz so einfach, haben wir schon festgestellt. Muss man sich erstmal mit anfreunden. So, jetzt gehen wir mal rein in den Item Shop. Achso, ja, der Gleiter. Kannst jetzt auch den Gleiter generell aufmachen, wenn du kannst dich jetzt einfach irgendwo hochbauen, so wie bei diesen 50-50 Events, wo du dann einfach wieder fliegen kannst. Dann haben sie momentan die Armbrust wieder mit reingenommen. Aber auch nur vorübergehend. Im Playground gibt es neue Sachen. Die muss ich mit dem Herrn sofort morgen mal ausprobieren. Müssen wir mal testen. Also heute. Aber heute spielen wir erstmal das Duo-Turnier noch. So, also. Jetzt gucken wir in den Itemshop rein. Lange gelabert. Herr Gleich, halt die Klappe und geh in den Itemshop, verdammt. So, also, da haben wir einen, der sieht schon echt geil aus, ne, dieser Deadfire, aber eben so gefällt er mir jetzt nicht wirklich. Ne? Also ja, ist ganz nice, definitiv, so ein Cowboy-Western-Skin, aber so ist er, ja. Reactive transforms by dealing damage or by outliving other players. Also das heißt, der wird dann so. Was die ganze Sache natürlich ziemlich geil macht, ne? Also wenn du Schaden machst, dann verwandelt er sich in dieses komische Vieh. Das ist halt schon irgendwo geil. Würde ich gerne mal, muss ich mir mal in einem anderen Video angucken. Also auf jeden Fall bestimmt cool. Ja, ich denke, der ist bestimmt ganz cool. Ich gebe dem 8 von 10. Gucken wir mal, wie aktuell eure Bewertungen dafür ausgefallen sind. Ich muss mal schauen, da haben wir es. 3,33 von 5 bei 6 Votes. Am 24. Oktober ist er jetzt rausgekommen. So, ja. Gehen wir mal zurück, dann sind wir bei dem Dark Shard. Ja, sieht ganz nice aus. Die Picke, was ist denn da unten? Das ist so eine Kralle da dran, ne? Ganz nice Picke eigentlich. Oh, wie sich anhört. Etwas. Das ist etwas düster. Also mag ich sehr gerne. Der gebe ich auch 7 von 10. Gucken wir mal, wie da eure Bewertungen sind. 3,75 von 5 bei 4 Votes. Also, geil. So, jetzt kommen wir zu einem Emote, den finde ich mega nice. Und jetzt ziehen wir uns das Ding mal rein.
angelehnt an Thriller von Michael Jackson. Also wer es noch nicht kennen soll, wir haben ja relativ junge Zuschauer teilweise auch. Der sofort kannte das nicht. Also der Michael, der Jackson da, ne, den kennt ihr wahrscheinlich schon. Und der hat damals mal ein Video gemacht. Das wird euch jetzt nicht mehr großartig schocken. Der Herr sofort, der fand das jetzt auch nicht so spektakulär. Wir fanden das damals richtig geil. Das war Thriller. Und das war mit Zombies. Und da war der Michael Jackson plötzlich selber. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Und das war richtig, richtig geil. Und die haben dann auch dort getanzt. Und das sah dann so aus wie in diesem Reanimated Emote. Aber jetzt gucken wir uns den mal an. Wobei, wenn ich es jetzt so genau sehe, das ist jetzt eigentlich nicht so. War das ein anderer Emote? Das ist gar nicht der, den ich. Ja, ein bisschen Ähnlichkeit hat es. Ist jetzt nicht so genau. Also, du kannst jetzt nicht so vergleichen wie bei dem Techno-Wikinger. Bei dem war es ja 1 zu 1 übernommen. Trotzdem könnt ihr euch ja mal Thriller angucken. Wer es noch nicht gesehen hat, ziemlich langes Musikvideo. Geil. So, dann gucken wir mal hier rein. Also, der Reanimated, ich gebe dem 9 von 10. Ich finde den relativ cool, muss ich sagen. Schauen wir mal die Bewertungen. 3,91 von 5 bei 11 Votes. 3. März 2018 das erste Mal drin gewesen. Ist schon cool, das Ding. Ja. So, dann haben wir hier diese Picke. Oh, weiß ich jetzt nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Da gebe ich mal 3 von 10. Finde die nicht wirklich toll, diese Picker. Und das seht ihr scheinbar genauso. 2,5 von 5 bei 6 Votes. Nicht so prickelnd. Hört die sich eigentlich an? Okay. Ich befürchte und ahne schon wieder Schlimmes. Dominator. Für mich wieder No Skin. Gibt er mal. Sieht er jetzt nicht ganz so. Also sieht er nicht schlecht aus. Ja, ist jetzt. Gibt ja mal 4 von 10. Ist jetzt nicht der Oberbringer, finde ich. Aber. So, jetzt schauen wir mal. Der Dominator. 5 von 5 bei 3 Votes. Wieso gibt man darauf 5 von 5? 26. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. Und alleine, dass das Ding nur 3 Votes bekommen hat, sagt doch eigentlich schon alles. Also. Wenn das so lange schon drin ist und hat nur 3 Votes. So, dann haben wir den Absolute Zero. Ja, wie gesagt, also ich weiß ja, sofort findet den nicht so schlecht. Ich finde den ganz okay. Ich würde mir aber eine Schneelandschaft wünschen, damit er richtig stark zum Einsatz kommen kann. Deswegen kann ich dem leider nicht mehr als 6 von 10 geben. Jetzt schauen wir mal. Absolute Zero. Das ist halt wieder ein Typ, ne? Da gibt es dann 3,67 von 5, obwohl er doch besser aussieht als dieser andere No Skin.
Emote. Skins. Skin. So, 3,67 von 5 bei 3 Votes. Am 7. Januar 2018 das erste Mal drin gewesen. So, und jetzt kommt. Jetzt kommt was. Okay. Also. Es nervt dann auch irgendwann. Also ist ja ganz witzig auf der einen Seite, Hootenanny, aber es geht einem, also mir geht's dann nach der fünften Loop oder so doch gewaltig auf die Nerven und an die Substanz. Sechs, sieben, sechs, sieben, sechs. Also weil es wirklich, es ist cool, aber es ist dann doch relativ schnell nervig. Also dann gebe ich dem 6 von 10. Hootenanny, 5 von 5 bei einem Vote, aber am 2. April 2018. Und seit 11 Reminders, Leute. Also da hat irgendeiner 5 von 5 gegeben und das ist, also, naja. Hot Rod. Ja. Ganz okay. Ist halt wieder ein Standardgleiter. Und ihr wisst, was ich von Standardgleitern halte. 2 von 10. 3 von 10. Ich gebe dem 3 von 10. Das muss reichen. 3 von 10. 2 von 10. 3 von 10. 2 von 10. Er hat Flammen drauf. 3 von 10. Er hat einen Totenkopf. 3 von 10. Gucken wir mal. Hot Rod. 3 von 5 bei 2 Votes. 8. November 2017, das erste Mal drin. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Fortnite, Daily Shop News und Combo Recipes mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Oder wenn es heißt Fortnite Action mit dem Herrn Sofort. Ciao.